Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch ein Modell von Kobi mitgebracht. Einige von euch werden es wahrscheinlich am folgenden Sound erkennen. Und zwar handelt es sich hierbei auch um den A10 Thunderbolt 2 Warthog mit 568 Teilen, eine UVP von 45 Euro. Und hier habe ich dann das gute Stück. Bevor wir aber in das Modell hier genauer mal eingehen, erstmal ein paar Background-Infos zu dem Modell, falls einige diesen Flieger hier nicht kennen. Genau, das aber jetzt erstmal gleich nach dem Intro. Der A10 Thunderbolt 2 Warthog wurde für den Angriff gegen Bodenziele auf kurzer Distanz konzipiert. Gebaut wurde er seit 1975 und zählt heute zu den legendärsten noch aktiven Flugzeugen der Welt. In Sachen Kampfkraft ist der Warthog kaum zu schlagen. Die Hauptbewaffnung ist eine 30mm Gatling Maschinenkanone mit bis zu 1350 Schuss Munition und ihr typischer Klang werden von US-Soldaten geradezu verehrt. Das liegt an der Rolle des Kampfflugzeugs. Sobald US-Truppen in Gefahr sind oder in einen Hinterhalt geraten, wird das Warzschwein, wie es auf Deutsch heißt, geschickt, um sie herauszuhauen. Einer der großen Vorteile des A10 ist seine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Höhe sowie die hohe Präzision seiner Bewaffnung. Es ist auch ein besonders robustes Flugzeug, das darauf ausgelegt ist, seine Überlebenschancen zu optimieren. So, mit dem kleinen Vorschau gehen wir jetzt weiter hier in das Modell rein. Da haben wir das gute Stück auch schon. Vorneweg gesagt, alle Teile natürlich wie immer bei Kobi gewohnt, alles Prints. Teilequalität sehr gut, Klemmkraft echt natürlich Kobi typisch, fast wie Superkleber. Das Flugzeug kommt jetzt dann auch mit, wie jedes andere Fliegermodell oder Hubschrauber, kommt es mit so einem Displayständer daher. Wo dann eben noch das Modellname vom oder halt der Flugzeug draufsteht. In dem Fall haben wir halt eben hier den A10 Thunderbolt 2 Warthog vom US-Militär benutzt. 1974 erstmalig eingesetzt. 1984 war, glaube ich, der letzte Einsatz. Oder halt, nee, 1974 bis 1984 wurde der aktiv eingesetzt, genau. Und aktuell steht es halt so im... steht es halt, im Raum, ob der Flieger nicht in Ruhestand, in Rente gehen soll, eben weil halt die Technik dahinter einfach relativ schon veraltet ist. Ja, so mal kurz mal noch, mal zusätzlich mal dazu. Genau, gucken wir uns kurz mal den Displayständer an. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, darauf bin ich ja schon eingegangen. Alles natürlich in schwarz, hier schön schwarze Fliesen oben drauf. Dasselbe Spiel wie bei jedem anderen Flieger. Genau, beim Apache habe ich ja eben den Teil hier vorne habe ich ja hier hinten umgebaut. Ist jetzt beim Flugzeug ja nicht nötig, weil ein Flugzeug hebt ja dann eben so halt ab. Deswegen passt es so. Genau, das war es auch schon mit dem Ständer.
dann kommen wir eben jetzt hier zu dem kleinen Flieger. Kommt hier ein bisschen angerollt. So. Die Bauzeit von dem Ganzen beträgt ungefähr bei 568 Teilen. Wie lange habe ich da gebraucht? Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, so in dem Dreh rum war das. Man fängt hier mit dem mittleren Teil vom Flugzeug an, baut dann erstmal den hinteren, ja, ich sag mal jetzt mal Schwanz, auf, geht dann vorne zum Cockpit, zum Rumpf hier vorne. Wir haben hier oben noch, nicht, dass ich vom Thema abschweife. Genau, und nachdem man hier den mittleren Part zusammengebaut hat, soweit ich noch weiß, das Flugzeug habe ich schon seit 3 Wochen oder 4 Wochen. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon aufgebaut habe. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, baut man dann die Flügel hier, die bewegbaren, schwenkbaren Flügel, baut man dann zusammen und klemmt sie dann einfach hier dran. Und ich glaube, der letzte Schritt war dann hier der hintere Teil und dann noch die Turbinen. Genau. Kurz zum Cockpit. Schönes Cockpit natürlich erstmal. Wir haben hier eine Figur drin, allerdings ist es jetzt keine komplette Figur, da passt keine Figur halt wirklich rein. Und ja, macht es halt ein bisschen unscharf. Die Webcam halt. Da wird halt nur einfach nur so eine Figur mit einem Oberkörper reingesetzt. Oh, der befindet sich. Der steckt hier im Schlauch noch mit dran, weil der Helm, weil halt hier so eine Atem, diese Sauerstoffmaske da trägt. Weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann. Naja, egal. Weil er halt hier diese Sauerstoffmaske trägt. Das ist halt nur so eine halbe Figur. Und mehr passiert auch im Innenleben des Flugzeugs nicht wirklich was. Wir haben auch vorne genau eben... Ups. Vorne dieses Teil hier ist auch ein Print. Hier sieht man jetzt das preprintete Cockpit. Cool an dem Flugzeug, also von den Teilen her, finde ich hier diese hinteren Flügel haben ein cooles Element drin. Und zwar werden die dann hier an diesem Schlitz hier einfach nur so reingeschoben. Normalerweise zum Beispiel beim Super Hornet F-18 wurden die Flügel ja alles brickbuild gebaut. Hier haben wir halt jetzt eben so ein ganz komplettes Teil, natürlich geprintet wieder. Und dieses wird ja dann einfach nur hier in den Schlitz dann reingeschoben, zack, fertig, das war's auch schon. Das finde ich schon ein cooles Teil. Wir können hier hinten auch die Flügel schwenken, wie wir wollen. Das gleiche Spielchen gibt es dann auch hier hinten. Eben in dieser Position kommen die dann, wenn der Flieger hier im Landemodus dann ist, dann werden die halt so oben angeschwenkt. Die Flügel selbst können wir natürlich auch bewegen. Allerdings nur für, keine Ahnung, 1 cm hoch und runter. Bei den Flügeln dachte ich erst, weil die sind ja nicht so kerzengerade, also so horizontal gerichtet, sondern die haben ja so einen leichten Bogen. Dachte ich jetzt erstmal, dass ich da unten irgendwas falsch gebaut habe, aber Tatsache ist, dass das so ja aussieht bei dem Warthog, wusste ich erstmal noch nicht. Dann haben wir hier auf der Unterseite, haben wir auch sehr viele Raketen, auch vier Stück von einer anderen Sorte und jeweils 5 Stück von ja, der grünen Sorte. Was ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind halt eben viele Raketen, die der Flieger da hat. Dann natürlich haben wir die Hauptkanone von dem Ganzen. Und zwar haben wir hier dann diese 30 mm war es, glaube ich, 30 mm Gatling-Maschinenkanone. Circa 1300 Schuss Munition. Ja. Da sollte man auf jeden Fall in Deckung gehen, wenn man so einen Flieger ankommen sieht. Oder falls man überhaupt den ankommen sieht. Beziehungsweise auch ankommen hört. Spätestens aber dann, wenn es schon zu spät ist eigentlich. Aber ja. Da haben wir hier natürlich auch einen Print mit dem OS-Logo. Ansonsten haben wir dann noch hier die 2 Turbinen, die 2 Triebwerke. Die waren echt cool zu bauen. Mal was Neues, mal was anderes. Auch coole Teile waren da mit dabei. Und die lassen sich auch natürlich dann hier in der Mitte drehen ein bisschen. Ja. Insgesamt natürlich wieder eine sehr stabile Konstruktion. Das einzige Teil, was vielleicht öfters abfallen könnte, wäre dann halt
die Maschinenkanone hier. Da. Die Räder hier, die sitzen allerdings stabil. Die fallen nicht so leicht ab. Mit dem Ding kann man auch gut fahren. Wichtig ist, dass halt eben der vordere Rad hier gerade ist, weil sonst fängt er an, halt sich im Kreis dann so zu drehen. Alles in allem ein schönes, massives Modellflugzeug vom Originalmodell. Übrigens ist das Ganze auch im 1:48 Modell gehalten. Deswegen ist auch nur die halbe Figur drin. Anderer positiver Aspekt an dem Ganzen, neben dem, dass es natürlich dann auch massiv ist und auch robust ist, ist natürlich, selbstverständlich, ist alles in einer schönen, einfarbigen Farbe gehalten. Also wir haben hier keine irgendwelche bunten Farbmischungen mit drin, zumindest auch nicht irgendwie im Innenleben des Ganzen. Alles auch schön grau, Helmgrau aufgebaut. Natürlich eben die Raketen sind halt eben in einer anderen Farbe mit dabei. Aber das kennt man ja bei vielen anderen Modellflugzeugen ja auch so. Von Kobi. Und wenn man es halt einfach auch von hier so betrachtet, macht sich das Flugzeug entweder ohne Ständer oder auch hier wie hier ohne Ständer oder mit Ständer, macht einfach eine schöne super Figur. Eben auch von dieser oberen Ansicht betrachtet. Deswegen sage ich mal, wenn ihr auf Militärflugzeuge steht, wenn ihr generell die Kobi-Flugzeuge mögt und sammelt, holt doch auf jeden Fall diesen AR-10 Warthog zu euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Auf eBay Kleinanzeigen werdet ihr es so für um die 35 Euro finden. Ansonsten wird es eher schwierig, gebraucht zu bekommen. Deswegen, wenn man es nicht auf eBay findet, dann halt eben auf einen der anderen Händler zurückweichen. Wie gesagt, 45 Euro ist da dann meist ungefähr der Preis für das Modell. Aber ich fände für die ganzen Flugzeugenthusiasten oder diejenigen, die halt auf Militärvehikel stehen, die werden mit dem Modell hier ganz wirklich zufrieden sein. Stellen wir mal kurz das mal mit dem Ständer hier noch auf. Genau. Aber ich muss sagen, ich finde irgendwie fast schon ohne Ständer, finde ich, macht eine bessere Figur. Als mit, oder? Naja, okay, gut, geht beides eigentlich. Geht tatsächlich beides. Aber am besten eben von dieser Ansicht aus, dass man so da hier drauf schauen kann, weil eben diese breite Massefläche, die er hier einnimmt, ist genau diese Schokoladenseite von diesem Flieger hier. Weil das ist halt ein einzigartiges, der hat halt eine einzigartige Optik von dieser Ansicht hier mit diesen zwei Turbinen. Fetten Turbinen übrigens, fetten Turbinen. Dem sehr ausgeprägten Rumpf hier vorne, nicht spitz, nicht so flügelspitz wie beim F-18. Ja. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Review. Viel gibt's eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Es hat jetzt keine besonderen Play-Features oder derartiges. Deswegen sind wir auch da schnell durchgekommen, ausnahmsweise, denke ich mal zumindest. Genau. Also für alle, die Flugzeugenthusiasten sind, für alle, die Militärflugzeuge mögen, drauf stehen. Vielleicht auch im Speziellen alle, was mit US-Vehikel zu tun hat. Besorgt euch das gerne, ihr werdet euren Spaß damit haben. 2,5 Stunden ungefähr Bauzeit werdet ihr dann eure Zeit damit vergnüglich betreiben. Und genau, viele Raketen auf jeden Fall, sehr wichtig anzumerken. Geile Turbinen. Das war's. Genau, das war's auch dann schon damit. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wenn es euch natürlich gefallen hat. Ansonsten, das nächste Review wird es dann von Lego Marvel Thor, das neue Set im April, was im April erschienen ist, wird es dann geben. Habe ich bereits schon aufgebaut. Bin ich auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, vorab mal schon gut überrascht davon. Oder nicht gut überrascht, ich meine, ich hab die Erwartungen, die ich hatte, waren erfüllt, sage ich mal. Im Großen und Ganzen. Genau. Das wird euch dann nächste Woche erwarten. Und ja. In diesem Sinne sage ich nochmal, vielen Dank nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.